Hier spricht der Moderator Peter Müller live aus Leipzig. Wir haben einen unserer Gäste eingeladen. Er ist live in Berlin. Nach der Niederlage gegen Argentinien ist der serbische Spieler Goran Gavrancic live da. Goran, können Sie mich hören? Ja. Gut, ich habe ein paar Fragen für Sie. Wären Sie bereit, sie für mich zu beantworten? Natürlich. Okay, fangen wir an. Was sagen Sie gegen so ge Was sagen Sie zur Niederlage gegen Argentinien? Oh, da muss ich sehr viel sagen. Wir haben gegen Argentinien 6-0 verloren. Ja, und was sagen Sie dazu? Ja, also die Niederlage liegt 100 pro an der Abwehr. Also ich spiele selber eine Abwehr. Ich habe als einzig. Was eine Störung. Warte, jetzt sind wir wieder da. Goran! Haben Sie wieder einer Ihrer Anfälle? Nee, also ich meine, ne, ich war ja heute der beste Mann auf dem Platz. Hinten die Abwehr konnte gar nichts. Ich war der beste Mann. Ich habe alle schwindelig gefummelt, obwohl wir 6-0 verloren haben. Ich habe sehr gut gefoult. Und das Beste ist, ich wurde heute Abend werde ich erst in die Torschützenliste eingetragen, weil ich habe ein Eigentor gegen Argentinien geschossen. In der 17. Minute. Das hat mir Freude gemacht. Die serbischen Fans haben mit Feuerzeugen und Flaschen auf mich geworfen. Manche haben mich getroffen, aber ich habe es genossen. Ach so. Und was sagen Sie zu Ihrer Mutter, die leider im Krankenhaus liegt? Weil Serbien verloren hat, liegt sie jetzt mit einem Koma im Krankenhaus. Goran? Hallo? Sind Sie behindert, Goran? Was für Hallo? Wünsche? Was für Ksch, Wünsche? was für Wünsche haben Sie an Ihre Mutter? Ja, ich wünsche meiner Mutter, es ist ganz traurig, dass sie heute nicht dabei sein konnte. Ich wünsche ihr, dass sie nie wieder aus dem Koma aufwacht. Dass sie gleich verreckt. Und diese Bitch, Alter, die soll mir bloß mein Geld wiedergeben. Ich hasse sie. Hoffe, ich stirb die am Koma. Ach so, ach so. Aber welches Geld? Ich dachte, du bist arm und deine Mutter auch. Ja, wir sind arm, aber meine Mutter, ich musste sie zur Protestation schicken. Also ist eine richtige Hure. Sie hurt überall rum. Dank mir. Weil ich habe sie dahin geschickt. Wir brauchten Geld. Wir haben ein paar hundert Euro zusammengekriegt. Darum ist sie auch eine Bitch, ne? Und ja, ich freue mich und ja, haben Sie noch eine Frage? Ja. Wie schaut es gegen die Elfenbeinküste aus? Werden Sie das Spiel gewinnen? Gegen die Elfenbeinküste. Ja, Sigi, also ich spiele auf jeden Fall mit in der Abwehr. Mach wieder ein paar Grätschen, ein paar Eigentore. Schon haben wir eine 5-0-Niederlage einkassiert von der Elfenbeinküste. Ja, es hat mir gefallen. Hoffentlich werde ich nochmal in die Torschützenliste eingetragen durch Eigentore. Und ich freue mich schon. Danke für das DFB-Team. Danke live aus Austria. Ja, das war live. Ihr Goran aus Berlin. Tschüss, auf Wiedersehen.